bei Nordsee gibt es auch veganes Thunfischbaguette und das probieren wir heute mal aus. Willkommen bei der Foodshow. Ja, im Vorspann habt ihr es schon gesehen. Wir sind wieder bei Nordsee gewesen. Ich sitze im Auto, im Regen, auf dem Parkplatz, so hier am Parkdeck und teste für euch jetzt veganes Thunfisch. Baguette von Nordsee. Ja, es ist soweit. Nordsee fängt mit veganen Thunfisch an. Finde ich sehr, sehr interessant. Wir hatten ja schon den Test des veganen Backfisches und des veganen, oder Fisch, ist ja immer ganz wichtig, wird mit V geschrieben, nicht mit F. Fisch und vegane Fisch-Nuggets. Hier oben ist nochmal das Video da oder da. Seht das jetzt nochmal. Das haben wir ja schon mal getestet. Das war auch gar nicht schlecht, fand ich. Also es war okay, es war noch nicht perfekt. Veganer Thunfisch finde ich noch interessanter, weil der Markt damit boomt ja gerade. Die Supermärkte fangen damit an. Im Supermarkt gibt es das erstes. Auf der Foodmesse Anuga, wo ich war, haben auch zwei Firmen veganen Thunfisch vorgestellt, auch in größeren Mengen. Und es wird jetzt immer interessanter, weil wenn du es hinbekommst, ist es ein geiles Thema. Und ich war bisher von den veganen Alternativen überall schon begeistert. Immer ein bisschen fester als wie Thunfisch, aber vom Geschmack Bombe. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Nordsee das auch so gut umgesetzt hat. Ich habe mir jetzt geholt das vegane Spicy Tuna Thunfisch Baguette. Ist aber schlimm, wenn ich Fisch sagen muss, ne? Aber ich blende es euch mal ein. Hier an der Seite ist es. Wundert euch nicht, es ist echt dunkel schon. Es ist, glaube ich, schon 16 Uhr und Regen. Und im Winter, da muss ich hier aufpassen, dass ich mich nicht überbelichte. Spicy Tuna Plant Base. Total abgespeist. Denn Spicy Tuna ohne Fisch. Original Baguette mit originalen Zutaten. Also sonst wie immer. Die Kreation mit einzigartigen Rotkohl-Slaw, was für mich eigentlich nur Rotkohl ist, meiner Meinung nach. Also cremiger Käsesoße, aromatischen Röstzwiebeln als Topping und dazu frische Paprika, Wurzelbrot. Spinat ist doch noch dabei. Naja, welches zählt das zum Coleslaw dazu? Kalorien hat so ein Ding, 649 pro Portion. Ich habe das auch hier vor mir liegen. Und ja, jetzt können wir es mal probieren. Ich erinnere mich noch an den letzten Test. Dieses Spicy Tuna, als das rauskam. Ich kann es euch nochmal einblenden. Das war nicht geil. Das Brot war überhaupt nicht lecker. Also ich fand es sehr, sehr enttäuschend. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Was auch noch ganz cool ist, was ich bekommen habe auf extra Nachfrage. Ich habe den Thunfisch einmal einzeln bekommen, was mich ja sehr freut. Dann kann ich den nämlich jetzt gleich mal pur auch probieren. War eine Sonderregelung. Also ich habe jetzt nur gesagt... Ich bräuchte das für ein YouTube-Video. Das Baguette war schon vorbereitet, war das letzte des Tages. Die haben danach heute keine mehr, also die hätten keinen da gehabt. Also war auch Zufall, dass ich das letzte gerade noch bekommen habe. Aber ein bisschen Thunfisch konnte ich so noch abstauben. Und ja, preislich liegt ja beim Spicy Tuna bei 3,99 Euro. Genauso teuer wie das mit Fisch, nur halt ohne Überfischung. Hat auch seine Vorteile. Und wie gesagt, ich finde es gut, wenn es solche Alternativen gibt. Ich liebe Thunfisch über alles. Ich finde Thunfisch mega geil. Wenn es aber ohne Überfischung geht, der Meere, finde ich es noch besser. Wenn ich Thunfisch kaufe, kaufe ich eh nur einen, der an der Angel gefangen wurde. Könnt ihr auf der Dose hinten nachlesen, wenn ihr Thunfisch mal kauft. Da steht hinten auf der Dose nämlich drauf, wie das gefangen wurde. Da steht da entweder mit Schleppnetz, Treibnetz und so ein Scheiß. Oder mit der Angel gefangen. Mit der Angel gefangen ist die beste Fangmethode, die wir momentan kriegen. Das kriegt ihr bei Follow Food und auch bei zum Beispiel Rewe Beste Wahl. Die bieten das auch an. Wird aber auch vom Follow Food hergestellt, daran liegt's. Alles andere an Thunfisch würde ich auch versuchen sehr zu meiden, weil ihr habt den ganzen Beifang halt auch immer dabei, gerade bei diesen Schleppnetzgeschichten. Wenn es aber auch ohne geht, geht's doch auch. Darum geht jetzt in die Nahaufnahme und dann wird probiert. Ja, und hier haben wir es, das vegane Thunfischbaguette von Nordsee. Jetzt bin ich mal gespannt natürlich, was das gleich kann. Ihr seht natürlich hier die Bestandteile. Ihr seht also das vegane Vollkornbrot, was eingesetzt wird. Wir sehen den Thunfisch, also den veganen Fisch. Wir sehen Rotkohl, wir sehen Spinat. Da ist, glaube ich, noch irgendwas anderes dabei gewesen. Ich will mich jetzt nicht gerade ganz vertun. Röstzwiebeln. Der Thunfisch oder Thunfisch ist vorher eingelegt. Das habt ihr ja vorhin schon gehört von mir. Hier ist er auch noch mal. Ich habe den ja separat bekommen. Da könnt ihr den noch mal so ganz gut sehen. Er hat auch einfach so eine Thunfischstruktur, die natürlich ein bisschen klein gehäckselter ist und jetzt nicht diese langen Filets hat, aber cool. Und jetzt bin ich nur gespannt, wie es schmeckt. Darum ab ins Probieren. Und da seid ihr wieder da und jetzt darf ich reinbeißen. Wird auch Zeit. Warm ist es ja nicht. Es ist wie so ein kaltes Baguette. Ich habe mir auch noch ein bisschen anderen, also richtigen Fisch. Ich habe auch wirklich normalen Fisch noch gekauft. Ja, ich lebe ja flexitarisch. Ja, ich lebe ja nicht nur vegan. Aber ich hatte heute auch Bock auf Matthias, sage ich schon, auf ein Bismarckbrötchen. Hatte ich voll Bock drauf. Habe ich mir auch noch mitgenommen. Esse ich aber später zu Hause oder heute Abend. Ich beiße jetzt mal rein. Ihr kriegt einen kleinen Mini-Speed ab und dann sage ich euch mal, wie es aus Baguette schmeckt und wie es dann gleich nochmal einzeln schmeckt. Darum, bis gleich.
Ja, und da seid ihr wieder. Und ich muss sagen, besser als letztes Mal. Das Brot ist ein bisschen kräftiger, nicht so ganz zäh wie letztes Mal. Das fand ich ja ganz schrecklich. Aber es schmeckt, hat eine schöne Schärfe. Du schmeckst ein bisschen den Rotkohl, du schmeckst den Spinat. Okay, Spinat geht ein bisschen unter, ist normal. Mit der Käsesoße zusammen, die vegan ist. Vegane Käsesoße. Gibt's ja, habe ich ja auch schon getestet für euch. Kann ich auch einblenden. Habe ich auch für euch getestet. Sowas gibt's ja heutzutage. Lecker. Einfach lecker. Der Thunfisch schmeckt wie Thunfisch. Verrückterweise. Ich hatte erst im ersten Moment so eine kleine Assoziation. Eine kleine Brücke. Ich komme gar nicht auf das Wort. zu Lachs. Ganz kurz. Weil es vom Geschmack sehr, sehr fischig war. Was ja manchmal verrückt ist. Ich probiere das jetzt nochmal pur mit euch. Ich habe jetzt leider nur das Messer mit, weil ich habe das Baguette durchgeschnitten, damit ich euch das vorhin besser zeigen kann. Aber ich will das jetzt nochmal pur probieren. Ja, das ist konsistenzmäßig schon echt geil. Bisher glaube ich von der Konsistenz der besten veganen Thunfisch, den ich probiert habe. Vom Geschmack könnte er noch besser sein, finde ich. Vom Geschmack ist er nicht so fischig. Also sie würde, glaube ich, entweder sehr wenig oder gar kein Aroma eingesetzt. Und sie versuchen es halt mit anderen Sachen zu korrigieren. Weil mit Aroma kriegst du einen Fischgeschmack natürlich rein. Aber sonst ist der gut. Mit der Marinade zusammen, er hat mir das auch nochmal erklärt, die bekommen den ohne Marinade, der bekommt den gefroren und die marinieren den dann nochmal. Also damit er diesen soßigen Charakter kriegt. Du kriegst den nicht komplett pur. Der ist aber gut. Also ist eine gute Alternative. Ich muss sagen, wenn ich mir ein Thunfischbaguette bei Subway, sage ich schon. Sorry, Nordsee, war nicht so gemeint, aber ich habe das gerade mit einem Sandwich verbunden. Wenn ich mir bei Nordsee ein veganes Thunfischbaguette holen würde, oder insgesamt ein Thunfischbaguette, würde ich mir echt das holen. Das ist echt gut, ist eine tolle Alternative, weil vom Geschmack hast du keinen Unterschied. Ich glaube, du brauchst wieder den direkten Vergleich. Aber so einfach mitgenommen auf die Schnelle, ohne Überfischung und Co. Richtig gut, Preis ist gut, weil es genauso viel kostet, am besten noch günstiger in Zukunft. Das wäre richtig geil. Kriegt verdiente 4,5 von 5. Noch keine 5 von 5, aber 4,5 von 5 kriegt es auf jeden Fall. Ist gut gelungen. Lege ich euch ans Herz, probiert es aus. Ab sofort bei Subway in der Plant-Based-Version. Veganes Thunfisch-Baguette, was man essen kann und lecker ist. Darum sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.